Und wie gesagt, dann schauen wir jetzt gleich nochmal nach der nächsten, was wir da noch so alles haben. Hier, so. Ach, guck mal, jetzt haben wir. Nee, aber wir haben vorerst erstmal alle. 6-Sterne-Quests, ja. Aber es ist noch kein gelber Pfeil wie hier. Okay. Dann machen wir hier mal weiter. Hornjäger. Oh. Powerpärchen. Powerpärchen ist eigentlich cool. Machen wir eine rosa Ratte und einen Azuren Rathalos. Ah, cool. Glückwunsch. Die beiden sind eigentlich immer. Oh Gott, was für Jägerränge. Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich noch der dritte mit seinem 191. Nee, doch nicht. So, nehmen wir die Quest gleich an. War die hier? Nee, die war hier. Powerpärchen. So, zack. Sehr schön. Futtern wir noch irgendwas? Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ob jetzt den Schwächer oder die Verteidigung ist eigentlich beides immer relativ praktisch. Meinst du, diese Betäubung brauchen wir nicht zwingend? Dann versuchen wir den Schwächer mal. Und hoffen einfach mal, dass er funktioniert. So, was nehmen wir denn mit? An sich nicht so viel. Wo kommen die? Ich habe es gerade vergessen. Questinfo. Nebelgipfel. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, was die beiden können. Und ich denke, wir sollten zuerst auf die Ratti angehen. Einfach bloß, weil die gefährlicher ist. Das heißt, wenn wir die ein bisschen runterhauen, dann denke ich, haben wir da schon bessere Chancen. Und ihr seid gleich bei der Ratian, ja. Zumindest denke ich mir das, weil nur die Ratian sollte dort drin spawnen. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Schauen wir gleich mal, wenn ich denn hinkomme. Achso, das war jetzt natürlich ein bisschen die falsche Seite. Egal. Ja, es wäre an sich kein Weg schneller gewesen als der hier. Glaube ich jetzt zumindest. Okay, hier ist kein Rathalos. Gut. Kann ich mich hier nochmal ein bisschen verstärken? Zack. Und dann geht's los. Halt. Okay. Ich wollte gerade sagen. Auf damit. Und es muss die Ratte sein. Wobei, es könnte auch. Oh Gott. Und die ist groß. Die ist sehr groß. Aber wie gesagt, große Ratten sind irgendwie allgemein größer. Habe ich das Gefühl, zumindest. Sage ich jetzt mal, wenn ich eine Ratte ansehe, eine rosa, dass die groß ist. Okay. Habe ich da gerade schon andere Flügel gesehen? Ja, tatsächlich. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, aber ein relativ kleiner Rathalos im Vergleich. Oh, krass. Im Vergleich zur Ratian. Kein Ding. Da nochmal Rathalos. Macht nichts Blödes. Okay. Hat bloß gegen die Ratian geschossen. Jetzt müssen wir einen davon loswerden. Eins von den Monstern. Ganz, ganz dringend. Weil die ergänzen sich doch relativ gut. Vor allem, wenn der Rathalos dann rumfliegt. Verdammt. Haben sie die ganze Zeit vergiftet. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, oh wow. Okay, toll. Gerade noch so getroffen. Darüber. Hilfe. Toll, vor allem bin ich jetzt gerade zu alleine. Großartig. Okay. Geh jetzt wieder weiter. Wie gesagt, ich hätte aber wirklich ganz gerne die Ratte hier jetzt so schnell wie möglich weg. Na komm schon. Kein Problem.
Das war beinahe schiefgegangen beim zweiten Wirbel noch. Ah, wie hat... Okay, da hat mich der zweite noch getroffen, aber ich wollte gerade fragen, wie ich den ersten überlebt habe. Nein, okay, Glück gehabt. Weniger Glück gehabt, jetzt bin ich auch gleich noch tot. Muss ich... Ja, gut. Wenn ich dann noch vom Rathaus weggesnabelt werde und noch betäubt bin, oder verwirrt bin, dann kann es natürlich nicht so gut enden. Gut, die Quest hat ein bisschen arg schlecht angefangen. Ich würde vorschlagen, dass wir zuerst einen Rathalos machen. Das heißt, wir lassen die Ratten in der Höhle in Ruhe und gehen zuerst auf den, weil beide gleichzeitig ist keine gute Sache. Und wenn wir dann Rathalos töten, dann könnten wir eventuell die Flugrouten von denen stören, sodass die Ratten vielleicht nicht sofort zum Rathalos kommt. Schauen wir mal, müssen wir gleich mal ausprobieren. Erstmal kurz ein bisschen nachtanken. Halt, so. Hallo? Oh, toll, jetzt habe ich keinen mehr. So, das. Ratte, das geht dahin, wo? Wo die Ratian schreit. Ist das so? Wenn, dann bringt's natürlich nicht viel. Keine Ahnung. Akrobat. Ja, den Akrobaten können wir eigentlich nehmen. So. Oh, du hast die Quest vielleicht wieder angenommen. Okay, schön. Danke. Nee, nicht der beste Jäger. Nein, dafür bin ich auf jeden Fall nicht vorbereitet. Ach so, stimmt. Jetzt, ja. Jetzt können wir die gerade nicht mehr annehmen. Na gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Da war ja was. Die wechseln ja immer. Dann machen wir halt den Eisbrecher danach. Zwei Agnaktor. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Naja, gut. Was nehmen die jetzt wieder an? Quatsch, zwei Agnaktor. Zwei Gletscher-Agnaktor. So, und Feuer. Hä, wieso habe ich noch die Feuerwaffe? Ach so, weil ich die noch gar nicht verbessert habe. Oder ich habe vielleicht nicht gespeichert, während ich... Ja, genau. So, jetzt aber. Ja, total simpel, der beste Jäger. Gar kein Problem. Okay. Die Wiederkunft, oh Gott. Genauso schlimm. So, Eisbrecher, jetzt aber. Und wir machen nicht die Wiederkunft. Das wird böse enden. Achso, ich habe schon gegessen. Stimmt, da war was. Muss ich jetzt natürlich nochmal ein bisschen umswitchen. Das weg. Okay, jetzt doch wieder bloß zu zweit. Gehen wir gegen die zwei Gletscher-Agnaktore an. Also, wie gesagt, das ist heute eine sehr merkwürdige Aufnahme. Die Leute kommen und gehen wie... Na gut, wie sie wollen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur so instabil war es irgendwie noch nie, sage ich mal. Mit den Leuten, die da waren. Und tatsächlich waren, glaube ich, auch noch nie so viele Leute insgesamt in einer Aufnahme dabei. Weil jetzt andauernd Leute gewechselt haben, neue dazukamen und sowas. Also wie gesagt, es ist ein bisschen merkwürdig heute, aber gut. Wir machen das Beste draus, sage ich mal. Und machen jetzt noch hoffentlich die zwei Gletscher-Knaktore platt. Schauen wir mal, da ist auf jeden Fall schon mal der erste. Da müssen wir uns natürlich nur aufpassen, dass der zweite auch nicht gleich kommt. Weil ansonsten ist hier wieder großes Gewusel angesagt. Und das will ja niemand. So, aber jetzt mit meiner neuen Feuerwaffe sollte es auch relativ gut gehen. Okay. Ja, und das Schöne am Gletscher natürlich ist ja, dass er relativ viel rumlasert. Deswegen sollte das ja an sich auch ganz gut funktionieren. Hoffe ich jetzt einfach mal. Okay. Ja, rausgekommen, sehr schön. Ja gut, und den Rest tut er halt so ein bisschen rumschlabbern. Ist jetzt aber auch nicht ganz so schlimm. Soll nicht treffen, genau, wunderbar.
Ach so, toll. Ich habe jetzt die Fallgrube da drüben hingelegt. Großartig. Okay. Zum Glück haben wir die wieder resetten. Das wäre ansonsten ein bisschen blöd gewesen. An sich wollte ich die... Oh, ja. An sich wollte ich die Fallgrube ja gar nicht legen. Sondern wollte ja eigentlich nur... Wow, das meine ich halt. Vor allem, wenn sie dann einen den Rücken lasern. Ist ein bisschen unangenehm. Danke. Haben wir hier eigentlich Nullbären dabei? Nein, leider nicht. Muss es so funktionieren. Oh je. Kommt der hier so rüber? Nee, der geht bloß eher in die Richtung. Ja. Das ist jetzt natürlich echt schwierig gegen zwei. Deswegen muss der eine einen an sich auch sofort sterben. Das ist halt wirklich das Gefährliche an solchen Doppelquests tatsächlich. Oder das Schlimmste. Weil zwei Monster, ja, die sind dann ungefähr so stark wie ein normales, sage ich jetzt mal. Aber zwei gleichzeitig, das ist eine ganz andere Sache. So, es ist immer noch der da hinten. Toll, der jetzt den... Okay, bloß den geraden Laser, der ist nicht so schlimm. Okay, jetzt verbuddelst du dich auch noch super. Das ist nicht der gerade Laser. Halt, ich wollte weghechten, hat aber nicht funktioniert. Großartig. Hilfe, ich flüchte mal kurz. Bevor das hier alles schlimm endet. Okay, und da nochmal. Zack. Das Problem bei den Viechern ist es halt auch wirklich, dass man schwierig da jetzt auch einen angreifen kann währenddessen. Weil sie halt doch schon ziemlich agil sind, alle. Okay, du krebst dich gerade darüber, dann können wir dich ein bisschen angreifen, von mir aus. Hauptsache eine flüchtet mal. Nein, vor allem, man kann sich halt nicht auf beide konzentrieren, das ist das Problem. So, der sollte ja eigentlich schwächer sein, das heißt, ach Mann, dann halt doch dich. Ist mir doch egal, welcher jetzt. Du kommst bloß hingelatscht. Nein, ja, ist schwierig da wegzukommen. Toll, gerade noch so getroffen. Oh Gott, unverwirrt. Okay. Nicht den Trank, das war natürlich sehr gut, jetzt den Trank zu trinken. Lass mich, okay, du tust bloß da gegen die Wand starren. Jetzt habe ich schon wieder den Trank getrunken, was ist das denn? Danke, Kayamba. Egal welcher von beiden. Oh Gott, jetzt wie gesagt, flüchte doch bitte wenigstens eins davon. So, da nochmal, können wir wenigstens mal ein bisschen drauf. Ja, schön. Ja, da wieder getroffen, verdammt. Mal kurz schärfen, falls es die Viecher erlauben. Ja, und okay, er flüchtet. Dann bleiben wir vielleicht bei dem, der jetzt gerade da bleibt. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber keine Ahnung. Irgendwas müssen wir ja tun. Ach nee, der ist gar nicht geflüchtet. Na gut, ich hasse es, wenn sie das machen. Weiß man nie so genau, was sie jetzt vorhaben. Ja gut, ich hau da jetzt die ganze Zeit drauf. Das ist ja eigentlich auch der Falsche, das ist ja das Problem. Ja, wollte ich gerade noch wegrollen, schade. Auch und da nochmal, genau, dass sie sich auch genau immer so gut abstimmen. Toll. Dass man wirklich immer von beiden Sachen getroffen wird. Ach, ganz tolle Sache. Nein, okay, Dash. Und gleich wieder vom Laser. Ich bin hier gerade bloß am Gegenheilen. Das gibt's doch nicht. Toll, der eine in eine Falle bringt jetzt natürlich auch gar nichts. Oh, Mann. Ja, also die Falle war schon arg nutzlos irgendwie. So, du solltest, glaube ich, der Angeschlagene sein. Genau. Also, was heißt angeschlagen? Sind ja beide jetzt irgendwie schon so ein bisschen. Oh, wow. Oh, Gott. Das war keine gute Idee, die zu zweit zu machen. Das war allgemein keine gute Idee, die überhaupt zu machen. Na gut. Jetzt flüchtet doch bitte mal einer. Ich meine, seitdem der andere aufgetaucht ist, haben wir keinem von beiden ja auch wirklich richtig viel Schaden gemacht.
Der Shout ist das große Problem. Okay. Der eine schweckt, der andere flüchtet gerade. Und beide sind jetzt gleichzeitig geflüchtet. Na toll. Ganz, ganz toll. Sind es beide in dem Gebiet? Nee, scheinbar nicht gut. Wie gesagt, das sollte der Angeschlagenere sein. Hauen wir erstmal den ein bisschen um. Okay. Und nochmal den Laser. Gut. Immer weiter drauf. So. Ein bisschen auf den Schnabel und weg. Okay, das war knapp. Schön, schön. Ach, okay. Jetzt einfach bloß hoffen, dass der andere nicht gleich wieder kommt. Aber ich glaube, jetzt haben wir sie so ein bisschen auseinandergetrieben. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, da komme ich nicht durch. Jetzt soll ich durchkommen. Nee, immer noch nicht. Hä? Wenigstens mal sein kompletter Körper befreit. Das ist ja schon mal was. Und der haut wieder ab. Also er haut nicht ab, aber er vergräbt sich halt. Ich hoffe zumindest, dass er nicht gleich wieder abhaut. Weil ich würde ihn jetzt ganz gerne ein bisschen hier behalten, damit, naja, wir wenigstens mal den vielleicht umhauen können ein bisschen. Wenigstens mal ein bisschen Schaden. Wäre schon mal was. Okay, ich wetze nochmal kurz. Der andere ist zum Glück noch nicht in Sichtweite. Da beinahe auch mal den Laser reinbekommen. Wäre eh nicht schlimm gewesen. Jetzt aber. Ah, ich groll immer zu spät. Verdammt. Halt. So. Muss ich gleich nochmal nachkombinieren. Da kommt er gut. Ich habe keinen Honig dabei. Verdammt. Das war natürlich doof. Egal. Wie gesagt, wenn wir den jetzt weg haben, dann sollte der andere auch kein großes Problem mehr sein. Also ich lasse mich davon wieder treffen. Lass mich. Okay. Das nochmal. Und da nochmal stärken. Und jetzt drauf. So, na komm schon. Und da ist der andere wieder. Ach, gibt's doch nicht. Wieso finden die immer wieder zueinander? Aber der ist immer noch, der müsste... Ja, okay, er humpelt. Wunderbar. Das ist natürlich sehr gut. Vielleicht kriegt man hier und jetzt noch getötet. Ansonsten sollte er schon ziemlich geschwächt ins nächste Gebiet rennen. Naja, wenn man das Rennen nennen kann. Toll, danke. Dass mir da nochmal einen kleinen Schubs gibst. Nee, haben wir nicht getötet bekommen. Aber wir wissen zumindest, wo er hinflüchtet. Und das ist schon mal sehr gut. Okay. Damit wäre die größte Bedrohung schon mal erledigt. Wo ist er denn? Ich höre die Musik, ich sehe, dass er hier ist. Okay, da. Gut. Achso, er kommt direkt unter dem Pepe raus. Wusste ich nicht. Okay. Und es ist vorbei mit dir. Ja. Sehr schön. Dann mal kurz die Kombo aufladen. Oh, danke für den Honig. Sehr freundlich. So, schneiden wir den noch auf und dann kümmern wir uns um den letzten. Nasses Brustfell, okay. Und noch was. Und nochmal nasses Brustfell. Gut, gut. Von mir aus. Dann hoffe ich einfach mal, dass der andere dann noch da oben hockt. Und dann können wir den noch platt machen. Ja, okay. Der sollte jetzt ja schon minimal angeschlagen sein, sage ich jetzt mal. Haben ja schon auch ein bisschen draufgehauen, aber nicht so viel bisher. Okay, Kälteeffekt vorbei. Ich dachte es mir beinahe noch. Oh, jetzt werde ich beinahe reingehechtet, weil ich dachte, es wäre der seitliche. Verdammt. Das war ein bisschen arg knapp. Und wieder ran. Okay. Nein, das... Ja, natürlich kann man nicht in die Richtung eines Monsters hechten. Das war natürlich doof. Und das wird auch treffen. Ja, schade. Okay, wenigstens Gesundheitserholung. Sehr schön. Da nochmal. Und wo gehst du jetzt hin? In die Richtung, ja. Und wieder raus oder weiter? Natürlich weiter.
Wenn er mal drin ist, dann macht das auch ein bisschen. Ja, tatsächlich. Na, komm schon. Okay. Ah, trotzdem noch getroffen. Schade. Sehr, sehr schade. Hätten wir natürlich gut reingehen können. Jetzt aber da nochmal ein bisschen... Ja, ich komme sofort. Ups. So. Immer noch vom Erdbeben getroffen. Meine Güte, es hat aber auch eine Reichweite. Und... Nee, nicht weiter. Na komm jetzt. Ah, natürlich. So, gehen wir nochmal ein bisschen drauf, bis er damit fertig ist. Ach Mann, manchmal wirklich. Ist so schwierig, Monster da in die Falle zu bekommen. Ach so, okay. Die kann er dann also währenddessen auslösen. Toll. Das wusste ich noch nicht. Gut, es macht irgendwie Sinn, dass er sich da dann durchgraben kann, ja. Auch wenn er nicht wirklich in der Falle drin war, aber naja, gut. Schade. Und den sollte man an sich auch beinahe so haben. Na, da sind die Wettsteine. Kein Problem. Oh Gott, das, ja. Das hat voll getroffen. Jetzt wieder auf die... Rein auf die Megatränke. Na egal. Meine Güte. Gibt's noch nicht. So viel sollte doch beinahe schon Geschichte sein, würde ich sagen. So viel kann es nicht mehr aushalten. Okay, gerade unterbrochen. Wunderbar. Sehr schön. Immer wieder sehr schön, wenn es passiert. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, verdammt. Ach, schade. Gerade zu spät. Entschuldigung. Ist blöd gelaufen. Okay, aber ich buff mich jetzt auch nicht mehr, wie gesagt, weil theoretisch sollte das beinahe schon gewesen sein mit dem Monster. Schauen wir mal. Aber bis ich jetzt da bin, habe ich das Gefühl, es ist schon beinahe Geschichte. Kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen, weil so lange, wie wir da jetzt schon drauf kloppen und naja, wir haben auch nicht arg viel länger drauf gekloppt bei dem anderen. Also wenn man bedenkt, dass die immer gleichzeitig da waren, sollte es an sich eigentlich passen. Okay. Da nochmal ein bisschen drauf, ja. Halt, das war gar nicht so gut, genau. Okay. So. Sehr schön, da nochmal unterbrochen. Wunderbar. Das läuft doch gerade relativ gut. Ach, schade. Jetzt darf man am besten nicht treffen lassen. Okay, Angriffsstärkung ist natürlich gut. Jetzt noch zum Schluss, sage ich mal. Ist jetzt natürlich nicht sicher, dass er beinahe tot ist, aber wie gesagt, ich gehe einfach mal davon aus. Und wieder raus. Nicht vom Erdbeben getroffen, wunderbar. Und jetzt können wir ein bisschen draufhauen. Das wird auch wieder voll treffen. Okay, gut. Er macht so viel Schaden, da kann man es nicht wirklich riskieren, ohne komplettes Leben rumzurennen. Deswegen Maxi-Trank. So. Dann halt doch, bevor ich jetzt hier nochmal drauf gehe. Das wäre natürlich ein bisschen arg blöd. Okay, damit geht's schon wieder rein. Und wenn er jetzt sofort umkippt, das wäre natürlich sehr ärgerlich. Wäre zwar typisch vom Monster Hunter, dass gerade wenn man nochmal die ganzen Sachen schluckt, dass die Monster dann gerade umkippen. Aber naja, schauen wir mal. Okay. Und nochmal und nochmal. Natürlich, meine Güte, gibt's doch nicht. Jetzt hör doch mal auf damit. Okay, nee, immer noch nicht. Oh, wow. Ich glaube, so oft hat er es noch nie gemacht. Ich habe auch gerade verdammt langsam, also er muss gerade erschöpft sein, würde ich sagen. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen, dass er so ewig da gerade auch unten geblieben ist. Ich sehe es jetzt gerade aber nicht. Okay, jetzt ist er auf jeden Fall wieder aggro, egal was er vorher war. Und wieder unterhumpelt. Und toll. Wie viel Schaden habe ich noch bekommen? Keine einzigen. Na, das ist großartig. Wie immer natürlich. Na gut. Aber war eine ganz gute Sache.
Schön, schön. Und damit hätten wir die beiden auch noch. Schön, lichtet sich doch langsam die Quest. So ein bisschen zumindest. Wir haben zwar immer noch genügend zu tun. Aber trotzdem. Ja, Cortex, gegen den Balk. Ja, gut, den einen Honig brauche ich jetzt nicht mehr zwingend. So. Schön. Dann, ja, schauen wir nochmal, was wir in der Questbelohnung bekommen. Ups, das habe ich nicht kommen sehen. Explodiert einfach mal alles hinter mir. Na, komm schon. Wie gesagt, diese eine Minute, manchmal ist es furchtbar. Okay, wunderbar. Gut, was bekommen wir denn? Na, so. Eine Flosse, okay, Brustfell, Cortex, einiges an Cortex, einiges an Flossen, Gratium und nochmal eine Flosse. Schön. Achso, da haben wir schon eine Goldkrone groß, ja gut. Und kleine Monster trifft man relativ selten, würde ich sagen. Von dem her passt die Sache. Okay, aber ich würde sagen, das war's auch jetzt schon für die Aufnahme. War ein bisschen eine konfuse Aufnahme, sage ich mal, einfach bloß von den Leuten her, die immer wieder gekommen sind und dann gegangen sind und dann wieder gekommen sind und, ach, keine Ahnung, was weiß ich. Zumindest, ja, da wir jetzt auch bloß zu zweit sind und die Quests natürlich immer schwerer werden, lassen wir das vorerst mal. Und deswegen, zack, winken, wo war das? So. Ja, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Tri-Ultimate, wenn wir mit den fortgeschrittenen Quests weitermachen. Also dann, ciao!